Ich kann nicht. Wir gucken jetzt auch. Ich geniere mich, die Nachbarn gucken, wie wir hier YouTube machen. Und ich bin ja noch nicht so der Profi. Und ich traue mich jetzt nicht so richtig, euch zu erzählen, was ich hier alles so sehe. Also, wir stehen ja, wie ihr schon mitbekommen habt. Glaubt ihr nichts. In Klüsserath auf dem Wohnmobilpark. In wunderbarer Kulisse. Glücklicherweise in erster Reihe. Da vorne haben wir schon die Mosel. Die man nicht sieht. Dummerweise haben wir aber auch unter zwei wunderschönen großen Walnussbäumen geparkt, was bei Wind und Regen sich anhört, als wenn der kleine Trommler auf dem Dach sitzt. War recht kurz die vorletzte Nacht. Und wenn es nicht regnet, hast du hier sehr viele kleine gefräßige Vögelchen, die manchmal auch mal nicht nur Pipi müssen. Okay, unsere Stühle sind wieder sauber, machen wir mal weiter. Der Stellplatz hat Platz für 350 Wohnmobile, wird gerne auch für Veranstaltungen und Treffen genutzt. Du hast hier echt die größten Parzellen, die wir je gesehen haben. Wir stehen hier noch, lass mal gucken, 2 Meter von der Begrenzung weg, weil wir wegen dem Baum nicht hin und her rangieren wollten. Also im Grunde geht es von hier bis hinten zu dem Nussbaum. Das ist eine Parzelle. Nach hinten habt ihr auch jede Menge Platz und du kannst hier deine Markise aufspannen. Ist sie im Schatten, kannst du noch ganz relaxed daneben in der Sonne sitzen, davor noch deine Räder parken. Große Wohnmobile haben hier überhaupt kein Problem. Hier stehen viele große Liner. Kannst auch noch wirklich locker einen kleinen PKW, größeren Anhänger daneben stellen und trotzdem noch bequem sitzen. Also echt genial. Und es war für die Größe des Platzes trotzdem ultra ruhig. Hätte ich nicht gedacht. Sehr ruhig. Der Boden ist feste Wiese. Also hat sich bis jetzt heute noch keiner festgefahren. Es gibt einige Plätze in der mittleren Bereich und an den Wegen, die haben einen geschotterten Untergrund, wo die Stellplätze fürs Wohnmobil ist, der Stellplatz fürs Wohnmobil ist. Aber das zeigen wir euch gleich, wenn wir nach vorne gehen. Ansonsten ist hier zu den Plätzen zur Beschaffenheit nicht zu sagen. In der ersten Reihe gibt es keine Stromanschlüsse. Die gibt es quasi nur in der Mitte auf beiden Reihen. Genau. Auf beiden Seiten. Der Platz ist ringförmig angelegt. Ihr findet immer entlang des Fahrweges, der geschottert mit kleinen Pfützen nach Regen ist. Der ist nicht ganz eben, da sind Auswaschungen halt vom Fahren drin. Findet ihr die Stromsäulen, die dann eben auch für die davorliegende Reihe jeweils gelten. Das gilt für die Mitte. Im hinteren Bereich genauso, wobei nach hinten es ein bisschen lang wird. Hier habt ihr eure Nummer, Stecker rein, Nummer merken und dann geht's zur Hauptsäule, wo ihr für euren Strom das Geld einwerfen könnt. Die zeigen wir euch jetzt. Da ich ja immer Blicke fürs Detail habe, fiel mir direkt auf, schön ist die Platte, damit ihr, wenn ihr hier mit der Steckdose steht und mit dem Strom so hantiert, ne, trocken steht. Was ist das für eine Drehchen und der Baum tropft? Wenn du in der Pfütze stehst, kriegst du hier ein paar Wisch. Ja, kriegst du Wisch, ja. Ja. Hier könnt ihr einwerfen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht, was der Strom kostet. 230 Volt, abgesichert mit 16 Ampere. Und die Nummer wählen, die ihr habt. Geld einwerfen, tak, tak, tak. Stecker rein, läuft. Aber nach wie vor weiß ich jetzt gerade nicht, was der Strom kostet. Bringe ich noch in Erfahrung. In der mittleren Fahrbahn gibt es diese Stromkästen. Die sind mit 10 Ampere abgesichert und 1,5 kW kosten 1 Euro. Ihr könnt maximal 25 Euro reinwerfen. Und wenn ihr 18 Stunden lang keinen Strom gezogen habt, dann schaltet der sich automatisch ab. Die Sicherungen direkt daneben, also auch wenn eure Fritteuse, Föhn, Kombi, Kaffeemaschinenanlage mal die 10 Volt kicken, 10 Ampere kicken, könnt ihr danach selber die Sicherung wieder reinschieben. Zwischen Montags und Mittwochs wird der Rasen gemäht und zu Mäharbeiten kann es sein, dass mal kurz der Stecker gezogen wird, damit ihr nicht nachher 2 Kabel habt. Und er wird auch wieder ordnungsgemäß danach eingesteckt.
Also wenn ihr nicht da seid, würdet ihr es gar nicht merken. Es sei denn, ihr föhnt euch gerade die Haare oder kocht einen Kaffee mit der Kaffeemaschine, wenn ihr sowas nutzen solltet. Dann habt ihr vielleicht auch schon gesehen, es gibt hier Hunde, die sind herzlich willkommen, kosten nichts extra, ob ein, zwei oder drei Hunde oder von mir aus mehr. Die Hunde dürfen an der Leine geführt werden, müssen es nicht, solange sie hören. Wenn die Hunde hören, haben sie hier Freigang, so quasi. Ja, meine Frau meint, die Labere langweilig, ich soll mal reden. Tun wir das mal, ne? Also hier habt ihr drei von diesen Stromverteilern, die aber nur mit 220 Volt betrieben werden und auch mit der entsprechenden Steckdose. Diese sind aber nur für Wohnmobile, die einen eingebauten FI haben. Andere dürfen die nicht benutzen. Hier könnt ihr euren Müll schön getrennt natürlich entsorgen. Dafür gibt es einen PIN-Code, den ihr bei der Anmeldung vom Platzwart erhaltet. Der PIN-Code wird dann hier über dieses Bedienfeld eingegeben. Glascontainer. Ordnungsgemäß findet ihr hier auch einen Feuerlöscher. Leichtverpackungen von PET und Kunststoff, Papier und Restmüll. Und auf dem Platz gibt es auch einen Gasservice, den ihr dann über den Platzwart entsprechend wieder nutzen könnt. Es gibt 11 und 5 Kilo Flaschen und vor allem es gibt Aluflaschen, die nicht immer selbstverständlich sind. Noch kurz zum Platz. Der Platz ist seit einem Jahr in Händen eines neuen Betreibers. Er hat auch hier schon, wie ihr gesehen habt, für neue Stromsäulen gesorgt. Einige alten sind noch nicht deinstalliert, aber abgeklebt, also nicht nutzbar. Der Sanitärcontainer mit einer Toilette für Damen, eine für Herren, ist auch neu seit dieser Saison. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht hundertprozentig. Hier ist auch der Bereich unten drunter leicht geschottert und ihr könnt die Toilette nutzen. Es gibt ein Waschbecken mit Spiegel, Handwaschseife und Toilette mit Toilettenpapier. Also nichts Spektakuläres, aber für die, die darauf angewiesen sind, ist alles da. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Bella Italia? Oder sind wir noch immer in Klösterath auf dem Wohnmobilpark? Wer hat die Lösung? Wir haben sie. Wir stehen hier bei Markisenbanner und ihr könnt den Wolfgang hier treffen und euch eine Markise eventuell aussuchen oder andere tolle Sachen, die er noch so anbietet. Was hast du denn noch im Programm außer der Markise? Alles mit dem notwendigen oder wichtigen Zubehör, was wenn es um Markisen geht, jetzt zum Beispiel Spanner, Spanngurte. Tolle Heringe aus Edelstahl, die man nicht unbedingt mit dem Hammer kaputt schlagen kann, die auch stabil mal eine Markise hier festhalten. So, und ja, wir sind eigentlich immer an den Wochenenden hier in Klösterath und demnächst haben wir ja auch hier ein großes Weinfest. Unmittelbar danach, am 15. September, gibt es hier noch einmal ein großes Treffen, das ist der Technik- und Gourmetmarkt. Wo jeder hierher kommen kann und zum Beispiel gibt es auch einen Flohmarkt, wo jeder seine gebrauchten Sachen ausstellen kann und verkaufen kann. Und das Ganze ist natürlich kostenlos. Es sind auch Aussteller da, die was Neues an Technik zeigen, aber auch begrenzt. Und ja, es geht um ein bisschen was ums Essen, es geht um Wein und es geht ein bisschen um Wohnmobilzubehör, unter anderem auch Markisenbanner. Das hier ist jetzt gerade einer unserer neuesten Motive aus Rom mit einem schönen Fiat 500. Das gerne genommen wird, Moment. Also was mir immer wieder bei euren Bannern auffällt, die siehst du ja immer wieder auf den Plätzen, ist, dass sie eine Wahnsinnsleuchtkraft haben. Ja, das liegt aber auch daran, dass wir jetzt absolut neues Material haben. Das hier ist ein Textilmaterial, das waschbar ist, das man verhalten kann, ne? Und absolut chemiefrei ist. Es ist auch zertifiziert nach Ökotex 100. Theoretisch, wenn du das Banner jetzt, es wäre kaputt oder sowas, oder du willst es nicht mehr haben, du könntest es theoretisch in den Boden machen. Das Eingraben nach zwei Jahren wäre es komplett weg. Also ich habe die ja immer nur also nicht so aus der Nähe gesehen. Man traut sich ja nicht ran zu gehen, ey, lass mal dein Banner gucken, wenn man die Leute nicht kennt. Aber es hat auch echt einen
richtig guten 3D-Effekt. Also du hast ja echt das Gefühl, du gehst gerade hier in die Gasse rein. Also echt super. Ja, und das Schöne super. Ist, du kannst nicht reingucken, aber von innen ja. perfekt rausgucken. Ja. Das ist ein toller Sichtschutz, das ist ein Windschutz, das ist auch ein Sonnenschutz. Wir hatten ungefähr 95% der UV-Strahlen weg. Und es gibt es wirklich, dieses Material haben wir uns zertifizieren lassen und es ist auch patentiert, das Material. Das wird es die nächsten 10 Jahre nur bei uns geben. Also ich sag mal. Und es wird vor allen Dingen, es ist ein deutsches Produkt. Deutsche Qualität, deutsches Produkt, eine deutsche Farbe ist drauf. Die ist Wasser auf Wasserbasis gemacht und es wird mit LED-UV getrocknet. Also nicht, wenn es regnet, die Farbe geht nicht ab, keine Angst. Aber es wird immer so bleiben. Ich sag mal, was die Markisen anbelangt, da bist du ja eigentlich das Original. Wir haben die Markisenbanner, hat unser Sohn erfunden, 2015. Jetzt gibt es natürlich so ein paar Trittbrettfahrer, die Plastikbanner da und irgendwelche Fahnenstoffe verkaufen. Ja. Das ist absolut mit der Realität, hat das nichts zu tun. Und die Kunden wissen das und nach über 20.000 Markisenbanner braucht man zwar keine großen Gedanken zu machen. Wer ein echtes Markisenbanner will, der meldet sich bei uns. Danke dir. Vielen Alles Dank. Da. Man sieht sich. Viel Spaß noch. Gut, ja, ciao. So, was ist das denn? So, jetzt noch kurz zu dem Platz ein paar Infos. Der Platz ist beleuchtet, orangenes Licht, was einem nicht stört, nicht zu grell, angenehm. Dann gibt es auf dem ganzen Platz WLAN. Das WLAN ist frei. In den Gebühren von 10,80 Euro enthalten, wie auch die Toilettennutzung, die wir eben gesehen haben. Ja, und ich stehe hier vorne jetzt an der Anmeldung, schön unter Palmen. Wenn ihr angefahren kommt, könnt ihr euch hier an die Seite stellen und euch beim Platzwart anmelden. Die Anmeldung zeige ich euch jetzt. Ich gehe einfach mal rüber und laufe Alfred bekanntlich wieder ins Bild. Vorher meckert, den Spruch kennt ihr ja schon. Hier ist die Anmeldung. Normalerweise erwartet euch hier der Martin. Ist der Martin nicht da, könnt ihr auch beim Wolfgang bezahlen. Es kostet eine Übernachtung 10,80 Euro. Bei 8 Übernachtungen habt ihr eine gratis, da braucht ihr nur 7 zahlen. Bei 16 sind es dann schon 2, die ihr gratis habt. Bei 24 Übernachtungen zahlt ihr glatte 20 Übernachtungen. Und wie gesagt, das Gas, der aktuelle Tagespreis. Sollte der Martin nicht da sein, hat er auch hier vorne seine Handynummer und ihr könnt ihn anrufen. Und er kommt mit seinem schwarzen Flitzemobil hier angedüst. Ich sehe ihn, da hinten steht er. Nicht, dass er denkt, wir wollen uns hier anmelden. Ich gehe mal hier weg. Da hinten steht der Martin nämlich mit seinem schwarzen Smart, hat er, glaube ich. Und nicht, dass er denkt, wir sind neue. Da ist nämlich gerade ein Wohnmobil gekommen. Dann kann er da hinten seine Arbeit machen. Ihr seht den Platz, der Fahrweg in U-Form und jeweils 2 Reihen, in denen man stehen kann. Wenn ihr hier runterkommt, biegt ihr hier links ab und dann geht's bis zur Anmeldung. Für den Platz gibt es auch noch jede Menge Pläne. Es soll ein Bistro entstehen, ein Flaschenweinverkauf, wo man Wein kaufen kann. Wie gesagt, das Bistro für Speisen und Getränke. Und habe ich irgendwas vergessen, was noch gemacht werden soll? Natürlich wirst du. Das Ganze ist halt wieder der Bürokratie unterlegen. Ich warte mal eben. Und kann erst vonstatten gehen, wenn der Martin seine benötigten Genehmigungen dazu erhalten hat. Aber er ist voller Tatendrang. Und wir haben hier das Problem, was ihn ein bisschen ausbremst. Es ist Überflutungsgebiet. Das heißt, alles muss portabel und innerhalb von einem Tag abbaubar sein. Also nicht einfach ein Blockhaus hingesetzt. Das muss nämlich auf Rädern sein. Aber sicherlich hat er da schon die passenden Ideen. Wer den Martin erlebt hat, weiß, dass es mit Sicherheit gerockt wird. Hier habt ihr die Frischwasserentnahmestelle. Es gibt auch hier oben bei der Entsorgung noch eine. Zeigen wir euch gleich, war besetzt. 6 Minuten gegen 1 Euro und das Wasser läuft. Oder 10 Cent für 40 Sekunden. Und dann könnt ihr hier mit dem Schlauch entsprechend das Wasser entnehmen.
ist direkt gegenüber der Anmeldung. Und die meisten gehen hier in kleinen Mengen sich das Wasser holen, wie wir gesehen haben. Solltet ihr größere Mengen benutzen, lässt sich das mit einem Gardena-Anschluss auch hier, nicht drehen, ich drehe schon zu lose, abdrehen und euer Schlauch anschließen.